weiter. Qualifikationstraining und auf. Willkommen in Shanghai, China, zu einer zweifelsohne fantastischen Formel 1 Qualifying Session. So, Stefan Römer, ein neues Grand Prix-Wochenende, eine neue spannende Qualifying-Session, die vor uns liegt. Worauf wirst du in den nächsten Minuten besonders achten? Die wichtigste Frage ist, wer hier am besten Fehler vermeiden kann. Viel Spielraum für Fehler hat man im Qualifying nicht und man sollte bedenken, dass sich die Streckenbedingungen seit dem freien Training verändert haben könnten. Vor allem, weil in der Zwischenzeit einige Vorbewerbe stattgefunden haben. Wenn man zum Beispiel die Bremskraftverteilung nicht an diese Bedingungen anpasst, kann es leicht passieren, dass ein Vorderrad blockiert und eine Flachstelle am Reifen verursacht. So einfach ist eine Runde ruiniert und ein ganzer Satz Reifen verschwendet. Ja. Das kann alles passieren. Gut, mal gucken. So, verfolgen wir es mal als Medium. Und dann geht's, wenn es sein muss, auf die Soft nochmal. Wobei die Medium auch schon verdammt stark waren. Das erste Training wird so leider kein perfektes Wochenende, da die Mercedes beide schneller waren mehr als wir. Aber rein theoretisch müssten wir eigentlich gut Richtung Podium schielen können. Aber jetzt gerade im Qualifying wird das alles nochmal neu gemischt. Kann sich also alles nochmal ändern. Also, schauen wir mal. Erstmal Medium versuchen, wenn es wirklich dann drauf ankommt, auf die Soft gehen. Und dann gucken wir mal, was drin ist. Von unserem Teamkollege im ersten Versuch. Da sollten wir eigentlich jetzt tatsächlich deutlich drunter kommen. 35,7, auch das ist keine Zeit, die uns gefährlich wird. Das war, glaube ich, im Cup dran gewesen. Diesmal, glaube ich, eben mit der anderen Mischung gefahren. Aber mal schauen. Verstappen und die Hammer. 34,2. Yes. Einfach bin ich erstmal die Zeit geknackt. Jetzt auf 3. Weber verdrängt ihn. Ein Renault auf 3. Wobei die Renault auch stark sind. Im zweiten Training. Sogar besser im zweiten Sektor. Und das war, wo ich auf dem Ende bin. Ich fand nämlich keinen zweiten Versuch mit den Gelben. Für die Spitze reichen, weiß ich nicht. Hoffen wir mal. Und dann kann ich auf Gelb losfahren am Anfang.
braucht. Die kann die Roten als letztes verfeuern dann. Und dann vielleicht nochmal eine kleine Aufholjagd starten, je nachdem, wo wir dann am Ende landen. Oder da am Ende sind. Weil dann müssen wir nicht allzu früh in die Box. Ja, schauen wir mal. Vorne dabei, jawohl. Bestzeit im ersten Versuch auf Gelb. Wenn auch nur knapp, aber wir sind vorne. Weil noch kein Ferrari, kein Mercedes, glaube ich, gefahren ist. Da bleibt das alles noch ein bisschen abzuwarten. Da ist unser Teamkollege, der ist auch in die Box, oder ehemaliger quasi. Ehemaliger Fahrer, den wir ja aus dem Auto verdrängt haben. So. Jeder hat jetzt seinen ersten Versuch durch. Im ersten Versuch sind wir vorne. We're 20th in the speed trap. 328.4 kilometers per hour. Wo ich nicht glaube, dass wir rückstehen mit der Zeit. Die zweiten Versuche werden doch einiges nochmal schneller werden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ah, wir werden auf Rot starten. Wir müssen. Ich komme sofort wieder. You're doing a great job. We're much higher up the field than we expected to be.
Weiter geht's. Versuche mal zwei doch nochmal auf Rot. Sonst wird es nicht zu einer Pole werden. Die will ich dann doch haben. Unsere zweite in dieser Saison. Fahrer vor mir. Das sollte sein zweiter Versuch gewesen sein, also können wir jetzt im zweiten Versuch nochmal nachsitzen. Scheiße, ein bisschen weit rausgekommen. Reicht aber für den zweiten Sektor. Vorne. So ein bisschen nachlegen im letzten Versuch. Letzten Sektor. Und dann müsste das für unsere zweite Saison Pole reichen. Reicht. Fantastic. That was the fastest lap. Perfekt. Wir sind alle bereit für das morgige Rennen, aber was? Bevor es doch losgeht, werfen wir einen kurzen Blick auf die vorderen Plätze der Startaufstellung. Bottas, Richter und Lewis Hamilton. Mit dem Ende des Qualifyings ist unsere Startaufstellung nun komplett für das große Rennen. Seien Sie morgen unbedingt mit dabei, denn es wird zweifelsfrei ein fantastisches Event. Ah, verdammt, schade. Hätte ja klappen können. Hätte ich nicht gedacht, aber müssen wir mitleben. Zweite Pole, Bottas. Nicht unsere. Naja. Ich dann, Joe. Gut. Gemacht. Eine solide Leistung. Im Rennen bitte gern mehr davon. Gut, dann war's das mit dem Training. Wir sehen uns morgen im Qualifying, dann sehen wir uns morgen wieder zum Rennen. Tschüss.